Dieses Raclette ist alles aber garantiert nicht langweilig. Seht selbst! Käse auf Kartoffeln kennen wir alle. Lecker, aber langweilig. Ich zeige euch meine richtig coolen Raclette-Ideen, die ihr so bestimmt noch nicht gegessen habt. Die einfachste, aber vielleicht auch leckerste Idee ist Raclette-Pizza. Alles, was du dafür brauchst, ist Pizzateig, Tomatensauce und alles, was du drauflegen möchtest. Und los geht's! In das kleine Pfännchen kommt schon mal ein kleines bisschen Olivenöl. So, jetzt brauchst du ein bisschen Pizzateig. Falls du noch ein gutes Teigrezept suchst, kommst du jetzt hier zu meinem Pizza-Video. So knusprig und lecker. Einfach auf die Pfännchengröße zurechtschneiden und hineinlegen. Und weil Pizza so lecker ist, mache ich gleich noch ein zweites. Jetzt die Tomatensauce. Schön verteilen. Und die zweite auch machen. Auf meine Mini-Pizza kommt jetzt noch Mozzarella. Und zwar habe ich hier Büffelmozzarella. Den kann man einfach reißen. Bei meinem Onkel Karl-Heinz gibt es seit Jahrzehnten immer nur das Gleiche. Kartoffeln und richtig, richtig guten Raclette-Käse. Aber jetzt, Onkel Heinz, vielleicht hast du ja eine Idee, auch mal was anderes zu machen. Wie ist es denn bei euch? Macht ihr immer verrückte Sachen aufs Raclette oder eher klasse? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mozzarella und Tomatensauce. Jetzt noch ein bisschen Salami und Basilikum. Mein Trick für richtig knusprige Raclette-Pizza, das Ganze erstmal oben starten, damit sie unten drunter richtig schön braun wird. Wenn ihr einen Stein habt, drauf auf den Stein. Während die Pizza langsam knusprig wird, kümmere ich mich um die zweite Variante, und zwar Käsespätzle-Raclette. Wow. Dafür brauche ich ein bisschen Platz, weil ich brauche den Herd. Für unsere Soße habe ich Sahne, ein bisschen Schmelzkäse und eine Knoblauchzehe, und damit machen wir die schnellste Käsesoße der Welt. Die Sahne kommt in den Topf. So. Dazu kommt jetzt der Schmelzkäse. Und jetzt die Knoblauchzehe. Einfach so wie sie ist, reinreiben. Ein bisschen Salz und Pfeffer und verrühren. Ich finde ja, dass Raclette das perfekte Essen für die Feiertage ist. Entweder für Weihnachten oder für Silvester. Es dauert lange und man kann den ganzen Tag essen. Wie gut ist das denn? Jetzt fehlt natürlich noch das Allerwichtigste für Käsespätzle, und zwar der Bergkäse. Ich habe hier so einen schönen mit so Blumen dran. Richtig würzig. Und der wird jetzt grob geraspelt. Kurze Kostprobe nicht vergessen. Wer ist eigentlich auf die geniale Idee gekommen, Raclette zu erfinden? Komm, wir essen einen ganzen Abend lang nur Käse. Die Schweizer waren's. Jetzt kommt die Hälfte vom Käse schon mal in die Soße. Und verrühren. Ich habe hier vorgekochte Eierspätzle. Die kommen jetzt ins Pfännchen. Da drauf kommt jetzt unsere Soße. Nicht zu wenig, weil wer mag schon trockene Spätzle? Und jetzt natürlich noch mehr Käse. Für die Farbe noch ein paar Frühlingszwiebeln und dann ab ins Raclette. Wie jedes gute Gericht braucht natürlich auch Raclette ein Dessert. Und ich mache jetzt Beeren-Crumble aus dem Raclette-Gerät mit Vanillesoße. Wir brauchen dafür Butter, Mehl und Zucker. Und daraus mache ich erstmal Streusel. Ich würze meine Streusel noch ein bisschen, und zwar mit einer kleinen Prise Salz und mit einer kleinen Prise Zimt. Es ist verrückt, was für einen Unterschied diese mini kleine Prise Salz macht, aber die Streusel schmecken dann einfach viel aufregender. Der Snickers-Effekt. Für meinen Crumble nehme ich gefrorene Beeren. Sieht hübsch aus und ist so einfach. Aber Apfel oder Birne funktioniert natürlich auch. Einfach rein, kein Schälen, kein nix. Du brauchst auch keinen Zucker mehr, weil die Streusel sind süß genug, genau wie wir. Und weil es so lecker ist, mache ich gleich noch ein zweites. Jetzt kommt noch ein Dessert, was wirklich kinderleicht ist, und zwar S'mores. Man braucht dafür nur Schokokekse und Marshmallows. Die Schokokekse kommen unten rein. Und jetzt die Marshmallows on top. Und die werden so richtig schön knusprig braun. Und noch ein zweites. Und dann haben wir das bunteste Raclette der Welt. Und ich sage ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Und das funktioniert auch bei Raclette. Ich warte, bis alles braun wird, und dann kann ich endlich probieren.
Dieses Raclette ist alles aber garantiert nicht langweilig. Seht selbst! So, es ist fertig. Ich richte an. Die Pizza ist schön, so wie sie ist. Vielleicht noch ein bisschen Olivenöl. Auf die duftenden Käsespätzle kommen noch Röstzwiebeln. Unsere S'mores. Und jetzt noch den Crumble. Und der bekommt jetzt noch Puderzucker und Vanillesoße. Was ist das denn für ein Mega-Menü? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Doch, ich weiß es. Ich nehme Pizza. Guck mal, wie perfekt die rausgeht. Boah, Pizza aus dem Raclette-Gerät schmeckt wirklich perfekt. Und jetzt will ich unbedingt noch den Crumble probieren. Wow. So lecker! Wie cool ist es eigentlich, dass man alle seine Lieblingsgerichte auch im Raclette machen kann? Ich hoffe sehr, dass du jetzt ganz viel Inspiration für einen richtig, richtig leckeren Raclette-Abend hast. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und frohes Neues! Von wegen vorbei. Natürlich probiere ich auch noch all die anderen. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.